Mit Dank an die Verbündeten hat der ukrainische Präsident Selenskyj auf die Ankündigung der Kampfpanzerlieferungen reagiert. Aber neue Forderungen folgten prompt aus Kiew. Nicht nur Panzer seien notwendig, sondern, wir haben es eben schon gehört, auch Kampfjets. Dabei hatte der Bundeskanzler diese rote Linie gestern im Bundestag erneut gezogen. In der Ukraine gab es unterdessen erneut massive Luftangriffe, die zum großen Teil durch die Streitkräfte abgewehrt werden konnten. In der Ukraine wird die Lieferung von Leo-2-Kampfpanzern aus Deutschland gefeiert. Fürchtet Kiew doch, dass Russland bald seine Großoffensive startet. Präsident Selenskyj dankt und spricht von einer Faust der Panzer, einer Faust der Freiheit gegen die Tyrannei. Doch damit nicht genug. Er will mehr. Ich habe mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Wir müssen auch über die Lieferung von Langstreckenraketen für die Ukraine sprechen. Es ist wichtig, dass wir unsere Artilleriereichweite erweitern. Und wir müssen die Lieferung von Flugzeugen für die Ukraine erreichen. Und das ist ein Traum und das ist eine Aufgabe, eine wichtige Aufgabe für uns alle. Eine rote Linie gibt's für Bundeskanzler Scholz. Keine Kampfjets, keine Bodentruppen. Kriegspartei, so sagt das Völkerrecht, werde man allein durch Waffenlieferungen nicht. Russland sieht das anders, kritisiert NATO und Europa. Moskau betrachtet alles, was das Bündnis und die von mir erwähnten Hauptstädte tun, als direkte Beteiligung an dem Konflikt. Wir können sehen, wie die Verwicklung wächst. Keine Jubelentscheidung sei das gewesen, so der Wirtschaftsminister im Bundestag heute. Denn Deutschland zahle einen hohen Preis für diese Situation. Und wenn wir diesen Preis nicht bereit sind zu zahlen, also die Unterstützung für die Ukraine mit Sanktionen, mit militärischen Gütern, mit einer Umstellung der Energieinfrastruktur nicht bereit sind zu zahlen, dann werden wir eine Schuld auf uns laden, dass Putin diesen Krieg zu seinen Bedingungen gewinnt. Und das darf nicht passieren. Rote Linien auch bei den USA. Zwar bekommt die Ukraine von den USA bereits Raketenwerfer des Typs HIMARS und jetzt auch 31 Abrams-Panzer, aber Langstreckenraketen sind tabu. Selenskys Berater in Kiew ist sicher, dass sich der Westen noch überzeugen lassen wird, Luftverteidigung zu liefern. Diese Frage nach Raketen gilt doch nicht nur Deutschland. Es ist eine Frage an alle unsere westlichen Partner. Und wir haben schon den Gesprächsprozess begonnen. Genauso wie bei den Panzern. Da hieß es doch auch erst nein und jetzt ist die Entscheidung dafür auf dem Tisch. Und wir werden unseren westlichen Partnern erklären können, warum wir diese Art von Waffen brauchen. Mehr und noch stärkere Waffen in die Ukraine. Dieses Thema wird Deutschland so schnell nicht loslassen. Und zugeschaltet aus der Nähe von Kiew ist mir mein Kollege Max Hermes. Max, es gab erneut heftige Luftangriffe in der gesamten Ukraine. Was weißt du über Schäden und über Opfer? Ja, tatsächlich ein großflächiger Angriff der Russen in der Nacht. Also es hat überall in verschiedenen Regionen, in der Region Saporischschja, aber auch in der Region Dnipro und in Kiew Luftschläge gegeben. Es waren sowohl Marschflugkörper im Einsatz als auch Shahed-Drohnen, also diese Drohnen iranischer Bauart, diese Kamikaze-Drohnen. 11 Menschen sind ums Leben gekommen, darunter ein 55-jähriger Mann in Kiew. Das hat Vitali Klitschko, der Bürgermeister, bekannt gegeben. Auch einige Schäden an zivilen Häusern. Das Ziel, so heißt es aus dem Rathaus in Kiew, sei die Energieinfrastruktur gewesen. Und klar ist auch, das war jetzt ein großflächiger Angriff, der offenbar so geplant worden ist an mehreren Standorten. Gleichzeitig, nachdem es mehrere Tage lang vergleichsweise ruhig gewesen ist, könnte das eine erste Reaktion Russlands gewesen sein auf die Lieferungen des Westens, die Lieferungen von Kampfpanzern. Du sprichst die Lieferung von Kampfpanzern schon an. Selenskyj hat gedankt, aber sofort weitere Forderungen gestellt, zum Beispiel Kampfjets. Tut man sich damit einen Gefallen, wenn man jetzt, nachdem es ja schon so ein langes Hin und Her um diese Leopard-Kampfpanzer gab, jetzt sofort weitere Forderungen, weitere Appelle in Richtung Deutschland stellt? Ich habe mich gestern exklusiv mit Michailo Podolyak unterhalten können, dem engsten Präsidentenberater. Und der hat mir auch gesagt, jetzt für den aktuellen Zeitpunkt, jetzt wäre man grundsätzlich erst einmal natürlich zufrieden, aber man
schiebt das immer so ein bisschen an. Er hat gesagt, ja, die Panzer werden jetzt erstmal gebraucht, aber im Grunde, um uns zu verteidigen, brauchen wir mehr. Aber wir sind jetzt erstmal dankbar. Also es ist ein bisschen so, man fühlt so langsam vor, was könnte der Westen machen, und man bringt die Dinge immer wieder ins Gespräch. Und das hat mir Podolyak auch so ein bisschen gesagt. Das ist immer ein langer Verhandlungsprozess, und wenn man diese Verhandlungen einmal ins Rollen bringt, dann dauern sie lange Zeit und dann sind sie möglicherweise Erfolgsversprechen. Das hat man ja letztlich auch bei der Panzerdebatte gesehen. Zuerst wurde eine Panzerlieferung ja gar ausgeschlossen von schweren Kampfpanzern. Wir erinnern uns noch vor vielen Monaten, und jetzt nach langer Diskussion ist das dann möglich geworden. Also hier in der Ukraine hofft man, dass das ähnlich sein wird mit den Kampfjets, dass die irgendwann geliefert werden könnten, und jetzt das nahe Ziel erst einmal Langstreckenraketen. Das hat mir Podolyak auch gesagt, damit man sich besser gegenüber den Russen verteidigen kann. Dankeschön, Max, nach Kiew. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.